Dankeschön, Herr Kollege. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion der Abgeordnete Christoph Skutella. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, dringlicher und auch zeitlich passender als dieser Dringlichkeitsantrag kann man wohl fast nichts formulieren. Das ist in dem Haus ja auch nicht immer so üblich. Wir diskutieren ja hier manchmal auch in Dringlichkeitsanträgen über Themen, die jetzt nicht so akut sind, aber dieses Thema ist wirklich sehr passend. Also es gibt wirklich sinnvolle Anliegen auch aus Ihrem Antrag angesichts der aktuellen Lage. Es gibt gute Punkte, Kollege Halbleit hat das auch schon angesprochen, kommt aber zum anderen Schluss als ich. Es gibt gute und wichtige Punkte und es gibt Punkte, die wirklich übers Ziel hinausschießen. Punkte, die ihre Berechtigung haben, sind unter anderem die angemessene Unterstützung der Kommunen bei der Sturzflutvorsorge. Natürlich die Renaturierung von Auen und Mooren. Hier haben wir ein massives Defizit in Bayern. Wir hatten dazu ja auch eine Anhörung mit wirklich wichtigen Erkenntnissen. Und hier müssen wir jetzt in die Umsetzung gehen und da müssen wir auch wirklich Gas geben. Investitionen sind hier dringend nötig, aber wir wissen natürlich auch alle, wenn wir jetzt mal abgesehen von den in Staatshand befindlichen Grundstücken reden, dass das immer auch eine Frage ist, die wir mit dem privaten Eigentümer klären und das dauert halt dann seine Zeit leider auch. Wir haben leider wenig Entwicklung im Bereich des Schwarmstaatskonzepts und das ist auch so ein Punkt, den wir gerne unterstützen werden. Wir brauchen eine solide Datenlage. Das heißt, zur Wasserentnahme, wir brauchen Daten, damit wir wissen, wie wir überhaupt steuernd eingreifen können. Die Forderung zu den Wasserschutzgebieten und den Wasserwirtschaftsämtern, da sind wir jetzt ein bisschen differenzierter. Also Turboausweisungen, das klingt super, wäre ich auch sofort mit dabei, aber ich glaube, dass die Behörden in ihren Verhältnissen jetzt schon sehr fleißig vor Ort arbeiten, gewissenhaft und auch zügig. Die Kritik an den Fernwasserprojekten, die lassen wir so auch nicht stehen. Ich glaube, dass zukünftig manche Kommunen auf diese Leitungen angewiesen sein werden. Natürlich brauchen wir auch mehr Akutmaßnahmen, ganz, ganz dringend. Aber wir brauchen perspektivisch eben auch diese Fernwasserleitungen. Die Mindestanzahl an Mitarbeitern im Bereich der Wasserwirtschaft und ein neues Wasserwirtschaftsamt pro Bezirk, also so pauschal können wir da nicht mitgehen. Natürlich ist eine Stellenmehrung hier wichtig, wir sind wirklich überlastet, aber 3000 Mitarbeiter mindestens und ein Wasserwirtschaftsamt pro Bezirk, das ist, halten wir für übertrieben, das kann man so pauschal nicht runterbrechen. Und was der Antrag vollkommen vergisst, das ist eben die Landwirtschaft. Und da kam ja dann der Nachzieher der CSU. Wir müssen Wasser in der Fläche halten und dürfen nicht alles ableiten. Das ist entscheidend. Das geht nur gemeinsam mit der Landwirtschaft. Deswegen werden wir auch dem CSU-Antrag zustimmen und uns beim grünen Antrag enthalten. Wir würden uns aber wünschen, dass aus einer Melange von beiden Anträgen wirklich die Power entsteht, die wir im Bereich des Wassers in Bayern brauchen, weil das Thema ist so wichtig, um da in Klein-Klein-Politik zu streiten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist für die Fraktion der Freien Wähler, der Abgeordnete Benno Zierer. Herr Kollege, Sie haben das Wort.